Im Buntsandsteingebiet der Südwesteifel galt Neidenbach als das Zentrum des Schleifsteinhauergewerbes. Um 1900, als das Dorf auf den Höhen zwischen Kyll und Niems knapp 700 Einwohner zählte, arbeiteten hier bis zu 500 Kaulenmänner in den Sandsteingruben. 100 Jahre vor dieser Zeit gab es in Neidenbach lediglich 18 Stockgüter. Die massiven bäuerlichen Hofanlagen bestimmen auch heute noch das Ortsbild. Mauerwerk, Fenster und Türleibungen, die Einfassungen der Mistgruben und die Pflasterung bestehen aus Sandstein. Von den Kreuzelhauern wurde das leicht zu bearbeitende, lebhaft rote Material immer schon für Bildstöcke, architektonisches Maßwerk und figürliche Arbeiten benutzt. Die große Zeit des Steinhauergewerbes, aus der die vielen charakteristischen Steinhauerhäuser stammen, begann 1873 mit der Eröffnung der Eisenbahnlinie Trier-Köln. Auf den Stationen Kilburg, Denzborn und St. Thomas im Kiltal wurden in den besten Jahren täglich mehrere Waggons Schleifsteine verladen. In der Gemarkung von Neidenbach zeugen mehr als 40 stillgelegte und zugewachsene Steinbrüche von der einstigen Bedeutung des Gewerbes. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahmen gab es hier nur noch einen letzten Betrieb, der in herkömmlicher Weise Schleifsteine herstellte. Die Schutthalde am Hang und die Kaffeebude am Fuhrweg daneben sind weithin sichtbar. Von hier aus führt der Kaulenweg in gerader, leicht ansteigender Linie bis zur Steingrube vor. Die Lage am Rand der bewaldeten Kuppe deutet darauf hin, dass der Stein mit den besten Schleifeigenschaften in den oberen Felsschichten ansteht. Er liegt hier unter einer 2 Meter mächtigen Erddecke. Sie wird im Winter von den Räumern nach Steinweiten abgegraben und auf die Schutthalde gefahren. Die Arbeit der Steinhauer beginnt im Frühjahr, sobald der Frost aus dem Gestein herausgezogen ist. Zunächst wird der Fels auf der Oberfläche nach der günstigsten Ausnutzungsmöglichkeit aufgeteilt und abgezirkelt. Für die Schleifsteine, die im Lauf des Jahres gewonnen werden sollen, legt man Mittelpunkt und Umfang fest. Dabei müssen auch, je nach Mächtigkeit des Felsens, die 2 bis 3 unteren Dicken bedacht werden. Die natürlichen Klüfte, die das Gestein quer zum Berg geradlinig und in senkrechten Abgängen durchziehen, sind für die Steingewinnung sehr wichtig. Sie bilden die Begrenzung der Steinweiten und erleichtern das Ablösen von der Felswand. Darum sucht man die Klüfte vor Beginn des Abräumens mit Wünschelruten aufzuspüren. Wenn der freigelegte Fels abgezirkelt ist, werden für die Steine in der oberen Dicke die Rundungen angehauen. Dies ist die Aufgabe der beiden Schroter. Sie legen Schrotgräben um die Ränder der vorgesehenen Schleifsteine herum, die etwa 1 Fuß tief ausgehauen werden. Das Gestein zwischen den Rundungen gilt als Abfall. Man verwertet es für Hausteine. Außerdem werden die kleineren Schleifsteine bis zum Durchmesser von 1 Meter daraus gemacht, die an die Glas- und Edelsteinschleifereien, heute seltener an die bäuerlichen Betriebe und Dorfschmiede gehen. Die großen, bis zu 3 Meter haltenden Schleifsteine gingen früher zu Hunderten in die Schleifkotten des Bergischen Landes. Dies sind die Spuren von senkrecht niedergebrachten Bohrlöchern und von Schwarzpulver, die beim Spaltschießen entstanden sind. Zur Erleichterung der Arbeit hat man eine ganze Felsbank durch Sprengung vom gewachsenen Stein abgedrückt. Durch den Abstand zur Wand lässt sich die Steinrundung an der Hinterseite bequem erreichen, ohne dass hier ein Schrotgraben gezogen werden muss. Vorne ist durch den Schrotgraben eine Ecke herausgeschnitten, die abgekeilt werden soll. In die senkrecht eingetiefte, mit Wasser beschüttete und sauber ausgefegte Rille kommen in handbreitem Abstand die eisernen Keile. Sie werden mit leichten Schlägen auf Zug gebracht und dann eingetrieben.
Wenn der Riss durchgezogen hat, kann man die herausgebrochene Ecke mit dem Hebeisen abwerfen. Felsstücke von dieser Größe bleiben in der Regel nicht ungenutzt. Nach diesen Vorbereitungen können die Schroter den halb ausgehauenen Rundling vollends freischroten. Der Höhenunterschied macht deutlich, dass im oberen Teil dieser Bank bereits ein Schleifstein gewonnen wurde. Der anstehende Fels bietet hier gut drei Dicken, die insgesamt 3 Meter ausmachen. Die Schroter, die den Schleifsteinhauern zuarbeiten, bilden zusammen mit diesen eine Mannschaft. Ihre Aufgabe ist es, die Rundlinge so weit freizulegen, dass sie von den Schleifsteinhauern fertig gemacht werden können. Dazu muss der Schrotgraben 65 bis 70 cm tief ausgehauen werden. Zum Entfernen des Kleinschlags oder der Schrotten an den offenen Stellen benutzt man eine leichte Stockhau. Die schmale Schrotschippe wird dort eingesetzt, wo man die Steinbrocken aus dem Graben herausheben muss. Von den Schrotern, die stets zu zweit arbeiten, der eine links, der andere rechts herum, ist einer ein Linkshänder oder Linkert, der andere ein Rechtert. Als Steinhauergerät dient der 7 bis 9 Pfund schwere Schrothammer. Die beiden Spitzen sind gestählt und gehärtet. Sie laufen in schmalen, querstehenden Schneiden aus, die beim Auftreffen kleine, plattenförmige Brocken absprengen. Der Schrothammer wird so geführt, dass ein Schlag die Wirkung des nächsten vorbereitet. Man kann ihn auch stoßend einsetzen, wenn an den Wandungen Steinbrocken heruntergehauen werden sollen. Den beiden Schrotern gibt man meist einen dritten Steinhauer bei, der die Schrotten ausräumt. Zum Aushauen des Schrotgrabens in voller Rundung brauchen die beiden Schroter 2 Arbeitstage. Dabei stehen sie mit dem Standbein in der Vertiefung, die gerade so breit ist, dass der Fuß darin Platz hat. Da sich Feuchtigkeit und Kälte des Steins auf die Glieder auswirken, leiden die alten Steinhauer vielfach an Rheuma. Auch die Steinstaublunge oder Silikose gilt als Berufskrankheit. Die Schrothämmer verlieren bald ihre Schärfe. Darum sind die Hämmer so auf den Stielen befestigt, dass sie leicht ausgewechselt werden können. Das von der hin- und her rutschenden Schlaghand geglättete Weißbuchenholz muss öfter aufgeraut werden. Dazu benutzt man ein Stück Sandstein. Der Verschleiß der eisernen Schlaggeräte in den Sandsteinbrüchen ist sehr groß. Jeder der beiden Schroter braucht täglich 8 bis 12 Schrothämmer. Sie müssen in den Schmieden, die zu jedem Steinbruch gehören, geschärft und gehärtet werden. In den Großbetrieben der früheren Zeit waren eigene Grubenschmiede beschäftigt. Die kleineren ließen sich von Schmieden bedienen, die täglich reihum gingen. Hier im letzten Neidenbacher Schleifsteinbruch werden die Schmiedearbeiten vom Inhaber des Betriebes, dem Kaulenherrn, selber ausgeführt. Als sich für das niedergehende Gewerbe nach 1960 keine Berufsschmiede mehr fanden, hat er sich mit den Fertigkeiten vertraut gemacht. Die kleine Werkstatt am Kaulenweg ist mit allem erforderlichen Gerät ausgerüstet. Da das Leder des Blasebalgs brüchig wurde, facht ein Kreiselgebläse die Esse an. Eine einfache Öffnung im Wellblechdach dient als Rauchabzug. Wenn die Spitze des Schrothammers rot glühend ist,
wird das Eisen an den vier Kanten, die zur schmalen Schneide auslaufen, auf dem Amboss nach vorne getrieben. Zu dünn ausgezogene Schneiden sind für die Steinbearbeitung unbrauchbar. Sie werden darum gestaucht. Für jede Spitze benötigt man zwei Hitzen. Bei der zweiten wird die Schärfe überarbeitet und in die endgültige Form gebracht. Daran schließt sich das Härten an. Nach kurzem Eintauchen in das Härtebad läuft das Eisen bis zur Spitze blau an. Erst dann wird es zur Abkühlung ganz in den Bottich getaucht. Auf die gleiche Weise werden die anderen Steinhauergeräte hergerichtet. Hier die Zähne des sogenannten Wolfs, die in einem eisernen Schaft festgekeilt sind. Das Gerät wird zur Feinbearbeitung der Steinflächen benutzt. Für die großen Schmiedearbeiten, zum Beispiel für das Anlängen abgenutzter Schrothämmer oder für das Einschweißen von Stahleinlagen, bleibt während der Steinbruchsaison keine Zeit. Sie werden im Winter ausgeführt, wenn der Betrieb ruht. In der untersten Dicke der Felsbank ist die Rundung eines Steins inzwischen vollkommen freigelegt. Oben befinden sich die neu ausgezirkelten Rundlinge. In der Mitte sind die beiden Schroter dabei, den Schrotgraben weiter zu vertiefen. Unten am ausgeschroteten Stein, an der Grubensohle, gehen jetzt die Schleifsteinhauer ans Werk. Sie werden auch als Fertigmacher bezeichnet. Auch sie arbeiten stets zu zweit. Ihre Aufgabe ist es zunächst, den ringsum freigelegten Rundling an der Unterseite abzutrennen. Hierzu wird mit dem Beil, das eine senkrechte Schneide besitzt, die Keilschrot angehauen. Das ist eine Rille am Fuß der Steinrundung, dicht über dem Fels. Danach wird die Keilschrot mit dem Schrothammer ungefähr 6 cm tief eingetrieben. Wenn kleinere Blöcke, wie diese Ecke in der Mitte der Bank, abgetrennt werden sollen, kommt man ohne Keilschrot aus. Hier genügen einzelne Keillöcher, die in einer Linie grob eingehauen werden. Die Ecke wird nur auf einer Seite besetzt. Beim gleichmäßigen Eintreiben der 6 Keile reißt der Fels glatt durch.
rein, oder? Was ist hier drin? Lass mal heben. Wenn der gelöste Block abgeworfen ist, liegt der zweite Rundling auf der Bank fast frei. Was war hier ab, ja? Was tut ihr, oder? Zwinkers. Du machst lieber leider. Ja. Beim Stein an der Grubensohle ist die Keilschrot fast fertiggestellt. Sie wird zum Schluss in der Ebene des Untergesteins mit der Schneide des Beils sorgfältig ausgezogen. In der spitzwinklig zulaufenden Rille müssen die 12 cm langen und 4 cm breiten Keile festen Sitz finden. Die Keilflächen, auf die es beim Abheben des schweren Rundlings ankommt, müssen von anhaftenden Steinresten gesäubert werden. Um die horizontale Druckwirkung auszuschließen, sind die Keilschneiden stumpf belassen. Zum Lösen und Abheben des freigelegten Steins wird 3/4 des Umfangs dicht mit Keilen besetzt. Je nach Größe des Rundlings sind dies 42 bis 48 Stück. Die hintere Seite an der Felswand bleibt in der Regel frei. Wenn beim Abzählen die Mitte des mit Keilen besetzten Kreisbogens festgestellt und markiert ist, beginnen die beiden Schleifsteinhauer an dieser Stelle mit dem Eintreiben. Dabei geht der eine links und der andere rechts herum. Der Steinhauer mit der größten Erfahrung ist auf den Steinrücken gestiegen, um lenkend eingreifen zu können, wenn es notwendig werden sollte. Er spürt es in den Füßen, wie der Keilriss zieht. Mit leichten Treibschlägen werden die Keile zunächst auf Zug gebracht. Sie dürfen auf der einen Seite nicht kräftiger ausgeführt werden als auf der anderen. Bei den mehrmals wiederholten Gängen verstärkt man die Wucht der Schläge allmählich, und zwar zunächst vorne, wo der Zug ansetzen muss. Der dröhnende Klang lässt erkennen, dass sich der Stein nun vom Untergrund gelöst hat. Jetzt können die 2,35 Meter langen und 70 Pfund schweren Hebeisen eingesetzt werden. Kann ich.
Mit den keilförmigen Klauen wird der Stein aus seinem Lager herausgehebelt, wobei man ausgestielte Schrothämmer unterschiebt. Dadurch werden die Keile frei, die nun weggenommen werden können. Einer der Steinhauer bereitet die Stellen vor, an denen die Steinwinden angesetzt werden sollen. Mit den schweren Hebegeräten dreht man den Rundling so hoch, dass größere Holzklötze untergeschoben werden können. Man erkennt, dass die Keile den Stein nicht glatt abgetrennt haben. Er hat auf der Unterseite einen mächtigen Bauch. Die Steinwinden, die mit ihrer dreifachen Übersetzung gut 100 Zentner bewältigen, werden vor dem neuen Einsatz geölt. Anschließend hebt man die hintere Seite des Steins an, wobei man ihn auch von der Wand abzuschieben sucht. Zu den herkömmlichen Erzeugnissen der Steinhauer, die sich auch heute noch in vielen Eifelhäusern vorfinden, gehören die Spülsteine, Waschbottiche, Sauerkrautbehälter und Viehtröge. Sie wurden früher von den fahrenden Händlern aus Niederkeil weitum vertrieben. Seitdem man in Neidenbach zur Schleifsteinproduktion übergegangen ist, werden solche Behälter aus Abfallblöcken gemacht. Man findet sie heute vielfach mit Blumen bepflanzt in den Vorgärten. Soll ich da helfen oder geht's länger? Ja, das ist ein bisschen kaputt. Aus dem abgetrennten Stück soll eine Seikump gemacht werden. Das ist ein Sautrog, den man früher zum Schweinefüttern gebrauchte. Wenn der sogenannte Kompass herangeholt wird, beginnt für die Schleifsteinhauer an dem herausgehobenen und zurechtgelegten Rohling die Arbeit an den Steinflächen. Mithilfe der runden Steinscheibe und mit dem Richtscheit wird die Oberseite zunächst abgekompasst und ersehen. Unter Berücksichtigung der Unebenheiten stellt man dabei den günstigsten Flächenschnitt fest, der keineswegs in der Waagerechten zu liegen braucht. Da die Oberfläche bis auf die tiefste Stelle abgetragen und einzuebnen ist, nimmt man hier mit dem Zeiger das Maß, das an allen übrigen Stellen ins Volle weisen muss. Wenn sich ergibt, dass an den höheren Stellen ein reichlich großer Überstand bleibt, richtet man den Kompass im Zentrum durch Verschieben der drei untergelegten Keile neu ein. Beim Ersehen des Steins kommt es darauf an, den Flächenschnitt so zu wählen, dass möglichst wenig Gestein abgetragen werden muss. Zum Schluss wird der Stein abgeschrieben, indem man die ermittelte Flächenlinie am Rand anzeichnet. Entlang dieser Linie legen die Schleifsteinhauer mit Schlageisen und Klepper provisorisch die Oberkante an. Da der Standplatz vor dem Stein fehlt, wird hier mit schweren Hölzern die Pritsche gelegt.
Von der markierten Oberkante aus kann man feststellen, ob der Rundling die erforderliche Dicke hält. Es kommt darauf an, dass der Rundling für die weitere Bearbeitung von allen Seiten zugänglich ist. Dann wird die Fläche von außen zur Mitte hin geschummt oder grob beigeholt. Die Vertiefungen in der rauen Oberfläche, nach denen man sich beim Abschroten richtet, werden als Bauer bezeichnet. Indem man mit den Schrothämmern Schlag hinter Schlag setzt, lässt sich das in Bossen oder Buckeln überstehende Gestein in flachen Abhieben ausbrechen. Der Steinhauer, der mit dem Schweinetrog beschäftigt ist, benutzt den Zweispitz zum groben Zurechthauen der Wandung. Die so zugerichteten Seiten müssen anschließend noch mit dem Wolf überarbeitet werden. Für das langwierige Abschumpen des Schleifsteinrohlings brauchen die Steinhauer bei ungünstigen Bedingungen gut einen halben Tag. Seitdem die Presslufthämmer in Gebrauch sind, hat sich der Zeitaufwand beträchtlich verringert. Der grüne, das heißt der frisch gebrochene und feuchte Stein, lässt sich am besten bearbeiten. Wenn er vom Felsen losgetrennt ist, wird er bald hart und spröde. Darum sucht man, die Steine nach dem Loskeilen gleich fertig zu behauen. Kleinere Schleifsteine bis zu einem Meter werden seit Mitte der 60er Jahre in Neidenbach auf einer Steinsäge und in einer Schleifsteindreherei maschinell bearbeitet. Darum genügt es, wenn sie roh ausgehauen sind. Diese kleine Steinkaul mit den beiden Schrotern, den beiden Schleifsteinhauern und dem Helfer ist charakteristisch für die Zeit nach 1930, als in Neidenbach die vielen Familienbetriebe aufkamen. In der Zeit vorher wurde das Gewerbe von einem halben Dutzend Großbetrieben beherrscht, von denen einige mehr als 100 Steinhauer beschäftigten. Die Unternehmer, die gegen Ende des vorigen Jahrhunderts aus Külburg, Königswinter, vor allem aus Solingen und Remscheid gekommen waren, befassten sich zugleich mit dem Schleifsteinhandel. In ihren großflächig angelegten, mit Feldbahngleis, Erdwinden und Grubenschmieden ausgerüsteten Steinbrüchen arbeiteten Dutzende von kleinen Produktionsgemeinschaften, wie diese hier, nebeneinander am Fels. Die ältesten Steingruben lagen unten im Kühltal. Als man in der bergischen Kleineisenindustrie weiche, feinkörnige Schleifsteine zum Planschleifen von Flächen, zum Beispiel bei Sägen, benötigte, fand man das geeignete Material in den Höhenlagen von Neidenbach. Bei der Aufrüstung der Marine vor dem Ersten Weltkrieg stieg der Bedarf an Schleifsteinen schlagartig. Zum Schleifen von Panzerplatten gingen Tausende von sogenannten Kruppsteinen ins Ruhrgebiet. Mit dem verlorenen Krieg ging die Konjunktur in Neidenbach plötzlich zu Ende. Als in den 20er Jahren mit Schleifsteinen kein Geschäft mehr zu machen war, zogen sich die großen Firmen ausnahmslos zurück. Als der Bedarf in den Werkzeugschmieden des Bergischen Landes allmählich wieder wuchs, traten die Familienbetriebe an ihre Stelle. Um 1935 wurde der neue Aufschwung jedoch durch die Gesundheitsbestimmungen der Berufsvereinigungen stark beeinträchtigt. An die Stelle der Neidenbacher Sandsteine traten künstliche Schmirgelsteine und zuletzt Schleifautomaten. Einzelne Schleifereien im Bergischen Land,
die bislang noch Ausnahmegenehmigungen zum Schleifen von Gattersägen haben, sind die Abnehmer dieser Schleifsteine. Vom Ausschroten aus dem Felsen bis zur Fertigstellung eines großen Schleifsteins rechnet man 4 bis 5 Tage. Dies ist der Arbeitsbeginn am Morgen des dritten Tages, an dem der ausgehauene Schleifstein zur Hälfte fertig wird. Die kleinen Rundlinge am Grubenrand sind für die Schleifsteindreherei zurechtgelegt. Aus dem gespaltenen Block sollen weitere gemacht werden. Auf der Felsbank ist bereits ein zweiter großer Stein so weit freigelegt, dass man bald mit dem Abkeilen beginnen kann. Am Stein auf der Grubensohle soll die eingeebnete Oberseite nun ganz fertig gemacht werden. Beim Abwinkeln am Rand ergibt sich das Maß, um das die Steinkante an den einzelnen Stellen eingezogen werden muss. Wo die Abweichung am größten ist, nimmt man den Radius für den Zirkelschlag, dem Umfang genauer bestimmt. Es ergibt sich ein Steindurchmesser von 2,75 Meter. Während ein Steinhauer die Kreislinie mit dem Schlageisen markiert, beginnt der andere die als Bahn bezeichnete Rundung winkelgerecht abzuspitzen. Die großen Schleifsteine, die wegen der Spurbreite der Eisenbahn 3,04 Meter nicht übersteigen durften, müssen mit äußerster Genauigkeit bearbeitet werden. Auf den Schleifstühlen erreichen sie eine Umlaufgeschwindigkeit von 14 bis 18 Metern in der Sekunde, sodass sich Unwucht und Ungleichgewicht stark bemerkbar machen würden. Wenn die Wolfzähne in der Schmiede frisch geschärft sind, werden sie zunächst auf dem rauen Stein abgerieben. Bei der Feinbearbeitung mit dem Wolf verschwinden die groben Arbeitsspuren. Beim Abspitzen der Schleifsteinbahn legt man zunächst nur einen schmalen Kranz an. Ist der Stein fertig gekränzt, wird die Kante mit dem Kompass neu ersehen. Die jetzt aufgetragene Linie gibt den Anhalt für die Feinbearbeitung der Oberseite. Bei dem kleinen Rundling, der als 70er Stein zurechtgemacht wird, können Kanten und Flächen ohne besondere Sorgfalt angelegt werden.
muss mal die Jacke ausziehen, das war für morgen. Na ja, hallo, für den nächsten Arbeitsgang am großen Stein benutzen die Schleifsteinhauer die kurzstieligen Schlagwerkzeuge. Beim Abspitzen oder Abbeilen der Fläche arbeitet man sich in mehreren Abschnitten vom Rand zur Mitte vor. Dabei werden die letzten Unebenheiten beseitigt. Der letzte Schlag, dessen Spuren auf dem Stein verbleiben, wird mit dem Wolf ausgeführt. Die Silikose, an der viele alte Steinhauer leiden, suchte man früher auf drei Arten abzuwenden. Die Steinhauer gewöhnten sich an das Atmen durch den Mund, indem sie bei der Arbeit am Stein das Sprechen vermieden. Man ließ sich einen Schnurrbart wachsen, der den Steinstaub vor der Nase abfangen sollte. Und man trank Schnaps als vorbeugendes Mittel, in der Meinung, dass damit die Luftwege frei von Staub gehalten werden könnten. Bevor die Arbeiten am ersten Lager zu Ende gehen, werden die Vorbereitungen zum Wenden des Steins getroffen. Einer der Steinhauer spitzt die als Kranz angelegte Bahn bis zur Hälfte herunter. Ein anderer schlägt die Blöcke zurecht, die den umschlagenden Stein auffangen sollen. Man beseitigt die Pritsche, die nun nicht mehr gebraucht wird. Das Loch für die Schleifachse im Zentrum des Steins wird angelegt und bis zur Mitte eingetieft. Und um Beschädigungen, zum Beispiel beim Transport, zu vermeiden, werden die Bronnen auf den Stein gemacht, wie man das Kantenbrechen mit dem Wolf nennt. Am Fuß des halbfertigen Rundlings, den man mit Steinwinden aufrichtet, sind die beiden Wendehölzer zurechtgelegt. Sie verhindern Beschädigungen durch den felsigen Untergrund. Zwischengelegte Polster aus alten Kitteln und Säcken schützen die Steinkanten. Zur Sicherung vor dem Zurückfallen hat man hinten Klötze unter den Stein gebracht, die ständig nachgeschoben werden. In Fallrichtung wird der sogenannte Bau errichtet, der den umstürzenden Stein auffängt. Die Höhe der aufgetürmten Steinbrocken und Schrotten ist so bemessen, dass die oberen beim Aufschlag zertrümmert werden. Wenn die Heblade nicht mehr greift, nimmt man die Seilwinde zu Hilfe, die am gegenüberliegenden Grubenrand steht.
Nach dem Wenden erkennt man, wie tief die Hebkeile den Stein aus der Bank gerissen haben. Wegen der großen Mulde im Fels kann das Sohlgestein kaum verwertet werden. Sobald die Steintrümmer beiseite geschafft sind, beginnen die Arbeiten an der zweiten, jetzt nach oben gekehrten Steinseite. Um auch hier die Fläche anlegen zu können, muss der riesige Bauch abgetragen werden. Dazu wird nach dem gewünschten Maß der Schleifsteindicke von der fertigen Unterkante die neu zu bestimmende obere Kante auf dem Rand abgeschrieben. Damit ist die zweite Fläche festgelegt. An der Begrenzungslinie entlang setzt man die Keillöcher zum Abspalten der ersten Schollen. Da die Keilrisse stets zur dünnsten Stelle im Gestein ziehen, besteht keine Gefahr, dass sie nach unten ausbrechen und den mühsam gewonnenen Rundling wertlos machen. Sobald am Rand genügend Standplatz gewonnen ist, wird der Stein mit den Schrothämmern geschumpt. Dabei sucht man immer wieder möglichst günstige Ansätze zum Keiltreiben zu gewinnen. Den erfahrenen Schleifsteinhauern bereitet es keine Schwierigkeiten, den Bauch in verhältnismäßig kurzer Zeit abzutragen. Dies macht wesentlich weniger Arbeit als das Fertigbehauen der grob eingeebneten Flächen. Dabei verfährt man nicht anders als beim Zurichten der ersten Steinhälfte. Der Betrieb in der Steinkaul ist so eingeteilt, dass vom abgezirkelten und angeschroteten Rundling bis zum verladefertigen Produkt immer mehrere Schleifsteine in Arbeit sind. Dabei berücksichtigt man die gängigsten Maße. So kann man den dringenden Bestellungen der Schleifereien schnellstens nachkommen. Der Verladeplatz am Eingang des Steinbruchs ist wie eine Rampe angelegt. Zum Transport der Schleifsteine für die Bahnverladung in St. Thomas im Kühltal benutzt man seit 10 Jahren LKWs oder traktorgezogene Planwagen. Ein alter Steinfuhrmann, von denen es früher in Neidenbach und Umgebung Dutzende gab, hat hier noch einmal den Steinwagen angespannt. Als Ladefläche dienen die Löschen. Das sind zwei 30 x 30 cm starke Balken aus Fichtenholz. Der Wagen wird so zurechtgestellt, dass die Löschen genau auf die beiden Hölzer der Rampe stoßen. Die Steinwagen mit einer Tragkraft von 5 bis 7 Tonnen haben gewöhnlich an allen 4 mit besonders starken Felgen und Reifen versehenen Rädern kräftige Bremsen. Außerdem sind sie mit einer Einrichtung für den Vorspann ausgestattet. Um den Schleifstein auf die Verladerampe bringen zu können, werden glatt abgedrehte Rundhölzer untergelegt, die wie Rollen wirken. Das Hinaufziehen besorgt die Seilwinde. Die Löschen am Boden bilden das Geleise bis zur Ladefläche des Steinwagens. Wenn man die hinten auslaufende Rolle vorne neu unterschiebt, muss auf die Richtung geachtet werden. Beim Vorrollen auf der schmalen Bahn kippt der schwere Stein leicht ab. Ja.
Vor 1950 gab es Betriebe, die noch nicht mit solchen Steinwinden ausgerüstet waren. Hier musste man die Schleifsteine beim Verladen mit Brechstangen vorwärts hebeln. Die Steinfuhrleute zählten zu den besten Pferdekennern in der Südeifel. Sie verstanden es besonders gut, die Tiere an schwere Lasten zu gewöhnen und zugfest zu machen. Tisch! Damit sich das Gewicht auf Vorder- und Hinterräder gleich verteilt, wird der Stein bis zur Wagenmitte vorgerollt. Wegen der breiten Überstände an den Seiten muss er genau ins Gleichgewicht gebracht werden. Erst dann kann man die Rollen entfernen. Vor Beginn der Fahrt wird der Schleifstein mit dem Bänder, einem starken, frisch geschlagenen Eichenstämmchen, auf dem Wagen festgebunden. Zur Sicherung verspannt man das Bindeholz mit einem zwischengekeilten Klotz. Wenn schlecht geladen war, konnte es vorkommen, dass der Stein in den Kurven der abschüssigen Straße ins Kühltal verrutschte. Dann musste er am Straßenrand abgeworfen und über eine behelfsmäßig errichtete Rampe neu auf den Wagen gebracht werden. Wurde der Stein dabei beschädigt, mussten Schleifsteinhauer zum Umhauen und Kleinermachen heran. Die Steinfahrten hinab ins Kühltal und die Steinfuhrleute leben schon heute fast nur noch in den Erzählungen fort. Auch über die Neidenbacher Schleifsteinhauer, ihre besonderen Fertigkeiten, ihr schweres Tagewerk und ihre große Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung wird man bald nur noch aus der Erinnerung berichten können.